Hallo meine Lieben, da bin ich wieder mit einer tollen Produktvorstellung von Nails 2000. Und zwar habe ich hier den Long Life UV Lack Magenta. Ich finde die Flaschen allein schon sehen sehr hochwertig aus. Mal schauen. Eine richtig tolle Farbe. Werden wir auch direkt mal auftragen. Es ist eine wunderschöne Farbe. Also wenn ihr so eine Farbe suchen solltet, einmal zuschrauben. Schaut euch bei Nails 2000 um. Den Link werde ich gleich noch markieren oder oben in die Infobox setzen. Long Life UV Lack Magenta. Ab in die Lampe. So. Mal richtig zuschrauben. So. Dann hätten wir noch das Color Gel Dark Blue. Finde ich immer sehr toll bei den Gelen, dass man von außen sehen kann, wie die Farbe aussieht. Finde ich immer richtig klasse. Jetzt werden wir die Farbe mal aufmachen. Ups. So. So. Ein sehr schönes Blau. Versuch's mal ranzuholen. So, so seht ihr es richtig. Wirklich eine richtig schöne Blau. Also ein richtig schöner Blauton. Mal auftragen. Aufgetragen, wirklich sehr, sehr schön. Auch diese in die Lampe. Ich werde im Anschluss wie immer noch Fotos mit einfügen, damit ihr sie euch noch mal genauer angucken könnt. Ich lege den jetzt mal hier zu. Dann als nächstes Glitter Gel Light Copper. Ich versuche euch mal näher ranzuholen. Vielleicht erkennt man es besser. So. Einfach mal aufmachen. Ein wirklich sehr schönes Glittergel. Wow. Richtig toller Effekt. So. Konsistenz sehr gut. Und wir tragen ihn auf. Eine richtig tolle Farbe. Könnte ich mir auch sehr gut als Effektgel auf einem Schwarz vorstellen. Ne? Könnt ihr also ein bisschen mit spielen mit der Farbe. Ja. So, machen wir dazu. Das war das Glittergel Light Copper. Als nächstes kommen wir zum Color Gel Magic Blue. Sieht von außen schon sehr vielversprechend aus. Wir wollen mal gucken. Wirklich sehr, sehr metallisch aus. Sieht aus wie ein Metallic Gel. Magic Blue. Magic ist auf jeden Fall vorhanden. So. Mal gucken.
Konsistenz sehr gut. Oh, das ist ein echt schönes Blau. Und wir tragen sie auf. So, ein richtig, richtig schönes metallisches Blau ab unter die Lampe. So, hier hätten wir schon mal das Glittergel. UV-Lack. Dark Blue. So, als nächstes machen wir weiter mit dem Glam Glittergel Lipstick. Oh, das funkelt so sehr, dass es meine Kamera gar nicht einfangen möchte. Wir machen auch diese Farbe eben auf. Wow. Das ist ein richtig schönes Gel. Und zwar mit so Glitzerpigmenten drin, die auch leicht bläulich-lila schimmern. Richtig toll. Wir gucken mal, wie es aussieht, wenn es aufgetragen ist. Das ist ganz nach meinem Geschmack, das Gel. Finde ich sehr gut. So, Konsistenz. Sehr cremig, trotz der ganzen Glitzerpartikel. Und wir tragen es mal auf. Und fertig. Schaut mal, wie das funkelt. Richtig schön, oder? Ab in die Lampe. So, das war das Farbgel. Glimmer Glitter Gel Lipstick. Guter Letzt haben wir dann noch ein wunderschönes Thermogel. Einmal Pinsel sauber machen. So. Und zwar werden wir zu guter Letzt das Thermogel Kiwi Twist auftragen. Momentan sieht es echt noch so einem schlammigen, kiwigen Grün aus. Das hatte ich mir schon einmal angeguckt. Wie es allerdings, weil es ist ja Thermogel, bei warm und kalt aussieht, das sehen wir gleich. Wir tragen es jetzt einfach mal auf. Und gucken uns dann mal an, wie sich die Farbe ändert. Konsistenz sehr schön cremig. Und wir tragen diesen auf. So. Im kalten Zustand sieht sie so aus. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sie aussehen wird, wenn sie unter der Lampe war. Mal gespannt, welches Ergebnis uns gleich erwartet. Hier ist einmal das Lipstick
Hier das Magic Blue. So, der Tipp ist jetzt gleich ausgehärtet. Und ich sag euch, die Überraschung ist mega. Hätte ich nicht erwartet. Ganz ehrlich, hätte ich wirklich nicht erwartet. Das Thermogel Kiwi Twist ist eine richtige Überraschung. Und zwar, bevor es jetzt kalt wird, jetzt mit dem Finger drauf gepatscht, aber schaut euch das an, dieser Unterschied. Im kalten Zustand so, im warmen Zustand ein wunderschönes Orange. Ich finde das richtig, richtig klasse. Jetzt wird es langsam kalt, wie ihr seht. Und dann wird es wieder zu diesem kiwigen Grün. Jetzt so einen Farbton. Und im kalten, im warmen Zustand ein wunderschönes Orange. Ihr seht, jetzt färbt es sich langsam wieder zu dem grünlichen. Aber ich finde, das ist eine mega Überraschung. Hätte ich nicht gedacht, dass aus diesem Farbton ein so wunderschönes Orange wird. Finde ich richtig toll. Mal gucken, ob ich das gleich auch noch irgendwie auf dem Foto eingefangen kriege. Wir werden sehen. Also Thermogel von Nails 2000. Eine Riesenüberraschung. Thermogel Kiwi Twist. So, das war's soweit auch schon von Nails 2000. Ich habe jetzt noch den Long Life UV Lock Base and Top. Den könnt ihr als ja, Basegel oder als Versiegler, also als Haftvermittler oder als Versiegler auftragen. Ich werde damit jetzt versiegeln und euch dann im Nachhinein Fotos machen und die hier hinten dran hängen. Dieser Versiegler hat eine Schwitzschicht, die werde ich dann natürlich, bevor ich die Fotos mache, auch noch entfernen. Und dann, ja, Fotos und fertig. Ich hoffe, diese Produktvorstellung hat euch gefallen und das Thermogel hat euch genauso überrascht wie mich. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Vielen Dank beim Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.